to me, why don't you stay warm by my wood stove with me? But never you mind for a while, 'cause you won't want that mind. Just can't believe what you see. But darling, you gotta know it went us so and so. Just give up and come back to me. Lie by my time. Moin! Yo, heute eine kleine Vorstellung zum Modell ProLight von Cold Steel. Da haben wir einmal das ProLight mit der Tanto-Klinge. Ich zeige nicht nur das Tanto-Modell, sondern ebenso die Variante mit der Clip-Point-Klinge. Dazu werde ich gleich auch noch ein paar technische Daten runterrattern. Vorab aber erstmal ein dickes Dankeschön. Geht raus an Klingenreich. Klingenreich hat mir nicht nur dieses Modell für einen Kokosnuss-Test zur Verfügung gestellt. Das Video kam ja vor kurzem erst, hat sich der Triadlock wieder erstklassig geschlagen. Ich werde versuchen, daran zu denken, euch das Video in die Videobeschreibung zu packen. Starke Sache, Klingenreich. Die stehen halt voll hinter Cold Steel. Und die Marke Cold Steel hat nicht umsonst den Ruf, somit die stabilsten Taschenmesser mit dem stabilsten Lock auf den Markt zu schmeißen. Und das konnte das ProLight auch wieder sehr, sehr stark demonstrieren. Falls ihr Interesse an Cold Steel Modellen habt, dann checkt ihr die Videobeschreibung aus. Da findet ihr einen Link zum Bezug. Und gleich vorab sei erwähnt, da habe ich ja schon, wie ich finde, deutliche Anspielung beim Kokosnuss-Test-Video gemacht. Dieses Modell, das ist das getestete, das habe ich auch jetzt schon getragen, benutzt. Das bleibt bei mir, das packen wir mal beiseite. Aber diese Clip-Point-Variante, dieses Tanto-Modell und nochmals eine Version mit der Clip-Point-Klinge, diese Modelle, die werde ich jetzt unter euch raushauen. Klingenreich hat sich nicht lumpen lassen. Ich hatte die nach dem letzten Video angeschrieben, ob man da nicht irgendwas machen könnte für die Community, dass ich nochmal ein Testvideo mache und die Messer dann vorstelle, das besagte Modell. Das oblag dann Klingenreich, welches Modell sie rumgeschickt haben. Und da sie vom ProLight noch einige Modelle auf Lager hatten, haben sie gesagt, alles klar, dann schicken wir dir da was rum. Dass sie dann gleich 4 Messer schicken, also 1 zum Test und 3 Stück zum Verlosen, das war mir bis zur Mail nicht bewusst. Und das finde ich schon sehr, sehr stark. Also besten Dank geht raus an Klingenreich, dass sie diese Modelle für euch zur Verfügung gestellt haben. Die sind absolut neu und unbenutzt. Den Versand, den übernehme ich. Die Dinger gehen als Maxi-Brief einschreiben raus. Also da kommen auch keine Kosten auf euch zu. Ist eine sehr coole Aktion, wie ich finde. Wie ihr die Teile gewinnen könnt, beziehungsweise wie ihr teilnehmen könnt, darauf gehe ich am Ende des Videos nochmal ein. Jetzt hauen wir mal kurz die technischen Daten raus. Wir haben 20,1 cm Gesamtlänge, beim Tanto ein bisschen weniger, da sind es 19,9. Wir haben 8,4 cm hier bei der Clip-Point Klinglänge, beim Tanto sind es 8,2 cm. Effektive Schneide bei der Clip-Point Klinge sind 8,1 cm, beim Tanto waren es 7,8 cm. Klingenstärke bei beiden Modellen ist gleich, da haben wir 2,9 mm. Und hier habe ich eine Materialstärke im Hohlschliff bei der Clip-Point-Klinge von 0,67 mm gemessen. Also sehr stabil, kein Schneiteufel. Beim anderen Modell habe ich 0,60 mm gemessen. Also eine ganze Ecke weniger, wäre schon deutlich gefälliger in meinen Augen. Da gibt es also durchaus Unterschiede. Und bei der Tanto-Klinge habe ich 0,55 mm im Schneidenbereich hier gemessen. Verbaut wurde von
von Cold Steel, der 1.41 16 Stahl, haben wir hier auch gemarkt. Der wurde im Hohlschliff ausgeschliffen. Wir haben ein poliertes Stonewash Finish, sieht alles sehr, sehr gut aus. Den Verschluss übernimmt mal wieder der Triad Lock von Andrew Demko. Wir haben beidseitige Pins zur Öffnung, kannst du abschrauben. Wir haben einen Clip, der ist umsetzbar. Außerdem haben wir glasfaserverstärktes Nylon als Griffschalen. Bin ich ganz ehrlich, ist nicht schön. Ist einfach wirklich nicht schön. Fühlt sich auch halt nach Plaste an. Ist aber halt ultra robust, temperaturbeständig, schlagfest. Das sind halt so die Materialien, auch mit dem Stahl. Der 1.4116 lässt sich auf eine enorme Schärfe bringen und auch super leicht wieder nachschärfen. Hält die Kante nicht ewig, ist aber viel besser als sein Ruf, wie ich finde. Und das macht dieses Messer wahrlich zu einem Worker, also im wahrsten Sinne zu einem Worker. Man kann natürlich auch zum Beispiel mit dem Manly Comrade, auch ein toller Worker, aber du hast halt keinen Verschluss. Schweizer Taschenmesser, tolle Messer, multifunktional, du hast aber keinen Verschluss. Und wenn du wirklich hart arbeitest mit einem Messer, klar, da solltest du nach Möglichkeit immer ein feststehendes Modell nehmen, aber wenn du halt einen Klapper benutzt und du willst mal ein bisschen schneller und auch viel arbeiten, dann ist man nicht ganz so, ja, bewusst ist jetzt Quatsch, man sollte immer sehr bewusst arbeiten, wenn man ein Taschenmesser hat, aber man arbeitet halt in einer anderen Arbeitsgeschwindigkeit. Und das empfiehlt sich nie, dies zu tun, wenn du ein Taschenmesser in der Hand hast, das keinen Verschluss hat. Hier haben wir den Backlock, den Triad Lock, der ist ultra robust, der lässt sich auch nicht mal so einfach entriegeln. Schon um den mit zwei Händen normal zu entriegeln, das kennt man ja vom Triad Lock, musst du wirklich den richtigen Punkt erwischen, richtig runterdrücken, damit die Feder, die eine starke Spannung hat, sich hebt, und erst dann kannst du die Klinge entriegeln. Also wirklich sehr, sehr robust und ein Verschluss, das ist zumindest in meinen Augen so. Erst ein Verschluss macht ein Taschenmesser, also ein sicherer Verschluss, macht ein Taschenmesser zu einem echten Worker. Und Cold Steel liefert hier mit dem ProLite definitiv sowohl in der Clip-Point-Variante wie auch in der Tanto-Variante einen großartigen, großartigen Worker fürs Geld. Große, große Klasse. Gewichtstechnisch liegen wir bei unter 100 Gramm. Ich meine, 90 Gramm waren das bei diesen Modellen. Und preislich, wie erwähnt, 50 Euro. Ja, das sind, hat mich mal wieder sehr, sehr, rein vom Messer, ich habe ja durchaus auch so meine Problemchen mit Cold Steel. Das liegt aber eher daran, dass die damals CRKT verklagt haben. Ich sehe mich ja eher so als Kleber der Messerszene. Gar keine Frage, Cold Steel weiß gar nicht, dass es meinen Kanal gibt. Das interessiert die auch alle nicht. Trotzdem finde ich es besser, wenn Firmen miteinander arbeiten. Man hat ja immer das gleiche Ziel, gute Produkte herzustellen. Und als Cold Steel damals CRKT verklagt hat, fand ich das schon ganz schön daneben. Dann ist Lynn Thompson doch durchaus eher ein schwieriger Charakter. Ich habe da so meine Probleme. Nichtsdestotrotz, die Produkte, die Cold Steel auf den Markt schmeißt, und ich hatte früher einige mir gekauft, die waren immer, immer überzeugend, absolut. Und das ProLite bildet da keine Ausnahmen. Und wenn ich gerade ein wilder, verrückter Messersammler ist und man rutscht da ja leicht rein und kann diesen Virus entwickeln, sich einfangen, und dann hat man schneller 10 Messer, als man denkt. Aber wenn man den nicht anheimfällt und einfach nur ein gutes Messer haben möchte, ein verlässliches Messer, das jetzt nicht die Welt kostet, klar, für manche sind 50 Euro schon viel, aber ich glaube, hier sind die 50 Euro verdammt gut investiert. Tolles, tolles Messer. Jo, so viel zum ProLite von Cold Steel. Drei Leute können jetzt eines dieser Messer gewinnen und ihr müsst auch nicht viel machen. Das Einzige, worum ich euch bitte, ich finde, man könnte Klingenreich ein bisschen was zurückgeben dafür, dass sie die Teile hier gesponsert haben. Wer sich auf Facebook rumtreibt, der geht doch mal bitte auf die Facebook-Seite von Klingenreich und lässt einfach mal ein Like da. Das war's schon. Wer nicht bei Facebook ist, der muss sich jetzt nicht extra anmelden. Meistens hat man seine Gründe, dass man da nicht sein möchte.
verstehe ich auch absolut. Und da wünschte ich mir dann einfach, dass ihr mal aufschreibt oder dass ihr mal kurz den Shop Klingreich besucht, mal auscheckt, welche Messermarken die haben und mir reinschreibt, welche Messermarken, die Klingreich im Programm habt, ihr gut findet. Das als Feedback. Würde ich einfach nur ganz cool finden von euch, wenn es so einen kleinen Support von euch gibt für Klingreich. Und jeder, der das macht und dann kommentartechnisch schreibt, erledigt Stefan, also entweder hab ein Like dagelassen, dann ist er automatisch dabei, oder halt reinschreibt, welche Messermarke, die Klingreich führt, er gut findet, dann ist man auch schon dabei. Dann lasse ich die Verlosung circa eine Woche laufen, werde dann drei Gewinner ermitteln, die dann auch über die Kommentare anschreiben, und wer mir dann per E-Mail seine Adresse zugeschickt hat, der bekommt dann ein ProLight, entweder das Clippoint oder das Tanto. Ihr könnt ja reinschreiben, was ihr besser findet, für Umme. Und das war's dann auch schon. Alles klar, bleibt gesund. Ich drücke euch allen die Daumen. Jetzt nochmal. Ich drücke euch allen die Daumen. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.